Herzlich willkommen, Leute, zu Counter-Strike, das 2 Offensive. Nein, wir spielen CSGO, Competitive Match. Neue Runde, neues Glück, neue Gegner, neue Haggis. Nein, mal schauen, wie das Ganze wird. Ja, wie immer, das 2. Was anderes wird ja auch nicht mehr gespielt. Ich habe euch das versucht schon zu erklären. Und, naja, diesmal haben wir einen Clan. Macht's auch nicht besser. Sind jetzt 2, sind jetzt 3 Leute, ich weiß es nicht. Aber halt auch nicht schön. 2 Leute geht ja noch. Das spielen die meisten spielen 2er Teams. Aber ab 3er Teams finde ich es irgendwo blöd. Deswegen müssen wir uns auch mal schauen, wie die beiden sich anstellen. Es kann natürlich auch wieder sein, dass einer der sehr gut ist und einer einen Kumpel mitnimmt. Weil wir haben hier ein No-Picture dabei. No-Picture lässt immer darauf schließen. Ein Hacker mit einem neuen Account. Ein neuer Spieler, der halt noch nicht so viel Erfahrung hat. Oder einfach ein trolliger Troll. Also es gibt alles mögliche an sich. Es bedeutet eigentlich einen Scheißdreck, dass er kein Bild hat. Aber Glaube siegt und naja, nur so kann man Schlüsse ziehen. Ich habe einen Zehner abbekommen. So, da haben wir schon mal den ersten guten Hit. Das sind 2, von daher nehmt mal die mit. Gut aus. Pistol Round sollte unsere sein. SA kurz. Gerade mit der Glock wäre das möglich gewesen. Mann, deswegen nimmt man sie doch in diesen dicken. Wenn übrigens, wenn man mit der Glock, um das mal zu erzählen, wenn man mit der Glock springt und im Sprung schießen möchte, dann bitte von unten nach oben ziehen, in der Luft, sind dann 3 wunderschöne Schüsse, die aus der Waffe rauskommen und sehr genau sind. Es ist wie damals mit 1.6 mit der Deagle, dass man sehr gerne im Sprung geschossen hat, auch hier so dieser Sprung und dann leicht nach oben ziehen für eine schöne Salve. Wenn du dann auf Brust triffst, kriegst du den Halstreffer einmal mit, der macht halt 40 Schaden, der Headshot, und es könnte sein, dass durch die dritte Kugel dann noch einer stirbt. Könnte also der One-Shot sein. Ganz praktisch so. Hier, den wollte ich jetzt nicht anschießen. Habe ihm aber einen schön mitgegeben, weil ich habe den Assist dafür bekommen. Auch da auf kurz, den Assist kriege ich nicht. Obwohl ich da, denke ich, mehr Damage gemacht habe. Wir haben jetzt hier schon wieder einen, der auf kurz aggressiv rennt. Headshot wurde gegeben in der Mitte. 2 sind unten. Ja. Ich glaube, der ist auch vorher schon meine Granate gerannt. Mindestens 25 Schaden, die er da bekommen hat. Jetzt haben wir genau die Situation wieder. Wir gehen 2-0 in Führung. Klar, nach der Pistol Round einmal mit den MPs und so weiter holen. Jetzt kommt es drauf an, weil die jetzt entweder schlechte Waffen kaufen, also selber auf die MPs gehen, wenn die davon ausgehen, dass wir hier noch nicht richtig gekauft haben. Wir haben hier schon einen, der das ganze Geld ausgegeben hat. Könnte ein Mitte Rush nach oben sein, obwohl die Taktik schon lange nicht mehr gefahren wird. Einfach alle Mitte hoch. Finde ich, ist eine sehr nette Taktik eigentlich. Gerade wenn sie B gehen, kann man sie dadurch sehr schön gesplittet angreifen. Wird aber eigentlich nicht mehr vollzogen. Habe ich zumindest im Competitive noch nicht gesehen. So, der hat auch eine MP gekauft, aber das ist für mich kein Problem. Deswegen nehme ich die MP7, auch wenn sie schwächer ist, ist sie relativ genau. Und bevor du mir jetzt da hochsteigst, verziehe ich mich lieber. Ich will euch keine MP schenken, weil das Clean 4-0 wäre ein bisschen praktisch dafür. Oh, Entschuldigung, Kumpel. Habe ich versucht zu sagen, hey, hier komm, da ist er. Geh nicht unbedingt rein. Lungert hier ums Tor rum, falls er nicht gehört. Ah, I can see him. Ja, und jetzt behalte ich trotzdem die Waffe, um vielleicht nochmal als Geldspeicher zu dienen. Ich bin gerade zufrieden. Die hatten gekauft. Das heißt, er ist jetzt gerade. Sehen wir mal, 2 Waffen sind gerade cool für die. Und 2 richtige. Wenn sie sich das Ganze gut eingeteilt haben. Ich habe geguckt, womit die anderen gestorben sind. Da war was Richtiges. Der hat also die ganze Zeit gespart. Will das 4-0 hier nicht nehmen. Würde er aber jetzt sterben, wäre es fatal. Also wenn jetzt die Runde nochmal zu Ende geht. Da ist er schon wieder durchgehüpft. Deswegen gibt es hier einfach mal die Nade. Ne. So, 94 in 6. War natürlich hier der MP-Kampf. Der sollte aber nicht mehr so viel Schaden anrichten können. Ich hoffe, dass mein Team das Ganze hier hinkriegt. Der eine ist so gut wie tot. Das dürfte eigentlich klappen. Kann gerade den Spieler nicht wechseln. Lustigerweise.
Als wenn die schon gewusst hätten, dass der hier sterben wird. So, die Runde haben wir jetzt geholt, also ein 3-1. Somit ist jetzt gerade wieder even. Komplett. Also jetzt ist Gierstand ist jetzt genau gleich. Es gibt keinen jetzt irgendwie, der im Nachteil ist. Wir haben nur vom Geldstand her 2 Runden zur Verfügung. Das ist halt der Vorteil, wenn man die Pistol Round gewinnt. Aber sind jetzt auch wieder komplett drin und ab jetzt läuft das Spiel glatt. Sozusagen unseren Startpunkt nicht optimal ausgenutzt, aber hier Headshot durch die Wand, perfekte Höhe, ganz normal durchgelaufen. Kein Duck Jump, kein Rostock, einfach nichts gemacht. Und somit damit sehr einfach auch zu berechnen, das Ganze. War natürlich jetzt trotzdem nur ein Glückstreffer, weil er hätte ja auch stehen bleiben können kurz. Ein Step, ein langsamer, ein kleiner Hüpfer und so weiter. Und das Ganze hätte schon nicht mehr funktioniert. So, wir sind auf B durch, deswegen werde ich einfach mal jetzt hier die Cutters decken. Und auch die Runde haben wir wieder. Damit sind wir jetzt auch wieder komplett im Rennen. Wir haben jetzt Geld für mindestens 3 weitere Runden, da wir diese auch nichts kaufen müssen. Nicht mal Kevlar habe ich verloren. Ich stehe jetzt mega. Also ich stehe jetzt auf der +1-Stelle. Bedeutet, wenn ich ankomme an der Ecke, müsste ich direkt links durchs Holztor schießen. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht blockt. Das wird aber passieren, weil ich auch nach vorne will. Oh, er macht einfach gar nichts. War schon durch, wie man halt gehört hat, der hat halt schon geschossen. Ich hätte direkt einfach blind schießen müssen, ein bisschen tiefer auf jeden Fall. Aber es war halt diese +1er-Stelle. Einfach nur wirklich blind durchs Tor ballern. Du bist lang, kriegst aber da Besuch. Sehr schön, sehr schön. Da er mit ist, kann ich mir das erlauben. Ansonsten stehe ich hier im Todesspot. Ich wusste es. Ich habe da was gehört. Man muss auf wirklich jede Kleinigkeit achten. Kann es nicht beurteilen, wie der Face spielt. Ich selber kann ihm ja so selten zugucken. Bin bis jetzt ja nur einmal gestorben. Würde es aber trotzdem gerne mal sehen. Ansonsten kommt es halt wieder auf den Rang an. Was hat er? Mann, Mann, Mann. Ist immer ein bisschen schwer. Das war ein Hit. Das war auf jeden Fall ein Hit. Ich werfe jetzt die Smoke, Entschuldigung. Schöne Hits. Wieder dieser doppelte Headshot, aber mit der MP. Danke für die Rache. Jetzt kann ich ihm aber mal zuschauen. Dieser Face. So. Kann man immer ganz einfach sehen. Es gibt ein paar Anhaltspunkte, woran man sehen kann, was irgendwie komisch ist. Ja, gut. Oh, ich habe sogar einen gehittet. Das war der Schuss am Anfang, durch die Wand. Der da oben. Das ist nämlich der, der immer B rennt. Also wieder ein schöner Treffer durchs Tor. Leider kein Headshot. Das wird also wieder ein Durchmarsch. Ja, im Gegnerteam haben sie schon einen gekickt, damit sie es rendern können. Tief gegangen. Nee. Da ist er. Auf den habe ich wieder gewartet. Ach, das ist der Bot. Übernehme ihn bitte schnell. Und dann hau ab. Ja. Ha, habe ihn sogar gehittet, den Bot. Ihr seht, hat kassiert. Durch die Wand wahrscheinlich auch wieder einen der Treffer. Und den hier sowieso wieder ein ganz normaler Run durch die Wand. Kein Sprung, kein gar nichts. Somit einfache clean Headshot-Position. Merkt euch das. Macht immer, also springt und dann duckt die ganze Zeit. Ihr hört das vielleicht an meinen Tasten drücken, wenn die durchkommen. Ich springe und dann drücke ich die ganze Zeit ducken. Das verhindert, dass du durch einen Nicht-Kopfschuss stirbst. Gerade mit der AWP sehr wichtig. Ihr seht das hier, habt es gerade kurz gesehen. Ich werde wieder hier hinzielen. Ich will gar nicht diesen direkten Treffer. Diesmal war er im Sprung gewesen. Ich bin auch in der letzten Sekunde ein bisschen hochgegangen. Hier, ich zeige euch das, was ich meine. Gerade das verhindert. Oh, oh, oh. Das verhindert tödliche Bauchtreffer.
So, ich muss jetzt hier leider mit, Leute. Ach, das ist der Bot. Nee, dann lasse ich das. Bitte komm mir nicht hinterher. Schade. Schade. Oh, da überrennen sie ihn jetzt. Alle wollen mit dem Messer kommen. Guck mal wieder Face zu. Aua. Das Einzige, was man gesehen hat, ist vom Aimbot her nein. Das fällt direkt weg. Das sieht man sofort. Nicht jetzt diese alten verwackelten oder sonstiges. Ein Aimbot ist es nicht. Aber der hat sein Recoil extrem in der Config gedrückt. Also ganz eindeutig mehr in der Config gemacht, als zum Beispiel in der ESL erlaubt. Soweit es noch geht, mit vielen Sachen gearbeitet, was mittlerweile gerade in Go ist es sowieso nicht so schlimm. Das meiste ist erlaubt und da wieder der Treffer durch die Wand. Kein Problem, solange er immer wieder da durchgeht, ist das gar kein Thema. Hier wurde auf jeden Fall sehr viel an der Config gearbeitet, das hast du am Pattern gesehen. Aber irgendwie nichts Illegales oder nicht, was irgendwie nicht möglich ist. Ich müsste mich nur noch mal ganz ein bisschen hinsetzen und das Ganze selber so machen. Ich kam noch nicht dazu, die ganze Config zu bearbeiten. Das dauert manchmal 2 bis 3 Tage, war das ein Hit? Komm schon. Oh, das war ein schöner Hit. Und wenn die Flash nicht von uns war, bin ich tot. Kann man doch ein Hit hineins. Ich hoffe, der eine Treffer macht's aus, Leute. So, wir schauen nochmal zu. Vielleicht haben wir noch mal ein anderes Bild. Ja, das ist eindeutig. Also, es ist kein Aimbot. Es ist saustark. Es ist bearbeitet. Also, es ist nicht ganz ohne. Das ist aber die Config, mit der man halt, also ein normales Counter-Strike-Match im normalen Clan War, abgesehen von Ligen und Co. auch spielen sollte. Sehr stark das Ganze gedrückt, modifiziert. Es sieht wahrscheinlich bei ihm auch noch einen Tick schlechter aus und alles, wirklich auf alles TCP, UDT, UDC, wenn ich auch immer es nochmal heißt, UDP, UPD, auf jeden Fall die TCP-Settings spielen bestimmt auch noch eine kleine Rolle, die mit drin sind. Da war nämlich nichts an Drop oder sonstiges. Und ja, das hier ist ein. Ist ein gegessenes Ding. Jetzt ist er down. Den habe ich auch nochmal durch die Wand. Er wurde wieder zweimal durch die Wand geholt. Dankeschön. Das ist aber eine ganz traurige Runde für die. So viele Hits, wie da immer durch die Wand gesetzt werden. Der hat gar keine Chance, aber er läuft auch immer ganz normal. Keine Smoke gekauft, um es irgendwie zu delayen. Weißt du, eine Smoke hinlegen, 1, 2 Sekunden warten, dann durchgehen. Ist zwar saunervig, funktioniert. Ganz nach hinten zur Wand gehen, springen, um auf jeden Fall maximal nur 35 Schaden zu bekommen. Nein, er läuft einfach immer clean durch die Mitte, alle zielen durch die Wand. Und du hast oben immer dieses Wandsymbol. Ich kann mir da gut vorstellen, dass er jetzt wieder getroffen wurde. Jetzt kommt endlich mal die Smoke und unten in der Karte ist einer drin. Hey! Hey! Wenigstens eingemessert. Na, das können sie aufgeben, das Spiel ist vorbei, ist eine Demütigung gerade eben. Bei denen ist jetzt einer gekickt worden, theoretisch müssen sie in 1, 2 Minuten auch aufgeben können und das dann sollen enjoy your band. Das ist dann immer ganz traurig, solche Leute, das ist also wirklich so der Abschaum, den es halt in den Spielen gibt. Das sind die Leute, die halt so ein bisschen kausal spielen, aber sich für echte Gamer und so weiter halten. Das Ganze auch so weit dann ernst nehmen können, wie, hey, ich spiele ja in meiner Freizeit auch mal so 25 Minuten. Ich bin eigentlich einer der ganz Starken. Und ja, das sind auch die, die dann meistens deswegen auf die Fresse fliegen. Flame, hier ist auf jeden Fall noch einer nach Base. Und der wird mal noch geklaut. Jetzt wollen sie den nächsten kicken und ja, lassen wir das Ganze sein.
Und dann ist auch gut. Das wäre es auf jeden Fall für dieses Match. Ich will dem einen nichts unterstellen, dem Aaron, ein Aimbot ist es nicht. Eine Config ist es schon. Wallhack kann man sich antrainieren. Also antrainieren im Sinne von, dass es nicht auffällt. Du kannst gezielt mit... Oh Gott. Du kannst gezielt mit dem Aimbot üben und spielen, dass du halt genau weißt, wie du dich wann zu bewegen hast, damit es keiner mehr merkt. Und ja, jetzt liefen sie auch schon. Ah, nee, Quatsch. Achso, doch, sind wirklich nur die Bots. Schützen sich hier in den Tod. Kann man das abpfeifen? Kann hier mal ein Schiedsrichter kommen und das abpfeifen? Kann man das Spiel überhaupt so zu Ende spielen? Ist hier nicht automatisch mal zu Ende? So wie, ja, Leute, gut. See you later, Alligator in a while, Crocodile. Die Gegner haben gelieft, ist vorbei. Weil das hat doch jetzt gar keinen Sinn mehr für die beiden Jams hier auch im Spiel zu bleiben. Ist doch total dumm. So, jetzt kommen erstmal sowieso. Ja, die Bots töten sich da gegenseitig, beziehungsweise. Ah, das war doch meiner! Mann! Ich hab durch die Wand geschossen. Geben wir, glaube ich, immer Kill in die Konsole ein jetzt, um einfach das Ganze zu beschleunigen. Wollen ihr Match natürlich nicht lieben, geht natürlich auch auf die Punkte. Und jetzt noch die und dann den. Ach, oh, das war meiner. Ich habe doch eine Granate geworfen. So, wir müssen es aber noch zu Ende spielen. Counter-Strike kann schon sehr emotional werden und das mit dem Cheaten ist wirklich ein Problem. Das war damals schon so. Auch diese Unterstellungen, die hatte man immer gehabt und so weiter. Das ist ganz typisches Counter-Strike-Gameplay, weil man nie sicher gehen konnte, dass keiner cheatet. Weder VAC noch Cheating Dev noch, wie sie nicht alle heißen damals, Equitas und sowas, konnte da überhaupt wirklich irgendwas machen. Es war alles irgendwo schwammig und durchsichtig und ja, VAC wurde auch sehr oft Valve Allowed Cheats genannt, anstatt Valve Anti-Cheat. Und, ja. Müssen wir jetzt einmal kurz durch. Ich habe wenigstens einen Kill gemacht. So, letzte Runde. Dann gehen wir hier mit der Power of the Nova Force. Mitte hoch und los geht die wilde Fahrt. Dann ist auch zu Ende. Oh, 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 oh. Jetzt wird hier aber noch rumgekaspert, ne? Direkt in den 30 Sekunden wird hier angegriffen. Deswegen ist das so gewesen. Wir haben nicht Kill in die Konsole eingegeben. Was mit ihm? Er will es riskieren. Und wer nur ein Assist? Ich will nicht nur Assisten. Jetzt gib mir... Was? Ich krieg niemand Stigelot. Nix, nada, niente. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Toodaloo.